Willkommen zu einer weiteren Folge SpongeBob Chunk of Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Beim letzten Mal sind wir hier weiter in den Seetankwald gegangen und haben hier dieses Rätsel vor uns liegen. Nun, die Frage ist natürlich immer noch, wo ist der dritte Steintiki? Denn zwei haben wir ja schon das letzte Mal gefunden. Einer ist hier und der andere ist hier oben. Genau, hier oben. Nun, aber was ich immer noch interessant finde, ist, dass diese Teleportkiste, die kann ich ja irgendwie nicht verwenden. Nun, auf jeden Fall, wenn wir einen Steintiki mitnehmen wollen, müssen wir wieder zu Patrick wechseln. Das heißt, gehen wir mal hier weiter mit Patrick und, naja, suchen mal weiter nach Steintikis. Aber hier bin ich ja schon gewesen, meine ich. Ah, warte. Nicht wirklich, oder? Ich drehe mich hier gerade so um und ich sehe dann so diesen Steintiki dort gerade so am Bildschirm vorbei. Ja. Der war die ganze Zeit hier und ich habe den gar nicht gesehen. Hart wie ein Fels. Hier ist er auf jeden Fall. Oh nein. Und hier ist auf jeden Fall auch die Teleportkiste. Okay, mit denen kommen wir hier bestimmt so. Na, oh. Das zerstört die sogar. Okay. Müssen wir wohl anders. Kommen wir hier durch? Ja, und so kommt man hier durch. Okay, dann hätten wir ja jetzt alle drei. Müssen die ja jetzt nur noch hier drauf platzieren. Und den dritten da oben holen. Weil da sind wir ja schon voll in Umgang. So, oh, wie wir schon da hochgegangen sind. Mal! Wie viele davon muss ich denn tragen? Wir auch direkt hier diesen Weg. So. Alles kein Problem. Oh, okay. Ich hab den wohl gerade nur gestunt. So. Dann können wir jetzt hier durch. Holen wir uns dann den Steintiki. Und ich bin ja schon ganz gespannt, was uns überhaupt da noch alles im Seetankwald erwartet. Oh nein, jetzt bin ich hier gestorben. Egal, es scheint wohl auch der schwierigste Steintiki von den ganzen drei zu sein. Also holen wir den auch. Ja. Hätten wir den vielleicht als erstes holen sollen, aber das konnte ich ja jetzt nicht wissen, dass der dritte direkt dort in der Nähe ist. Egal, das sollten wir jetzt hier alles ganz gut hinbekommen. So. Der L hat auch keine Chance. So, hier vorne ist der. Okay, den Duplikate konnte zerstören. Achso, war uns so nah dran. Ich hab den großen, glänzenden Knopf gedrückt. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Okay, das hat nicht ganz so funktioniert. So, nochmal. Den da drauf. Hier vorne den holen. Aber der ist auch echt versteckt hier, um die Ecke. So. Und jetzt sollte alles hier kein Problem sein. Einfach nur noch den dritten da drauf und das war's. Okay, hier kommen wir dann also so hoch. Und hier vorne kommen wir jetzt auch viel einfacher hoch. Beziehungsweise den Weg zurück. Dann nehmen wir uns erstmal den goldenen Pfannenwender. Denn darum ging es ja eigentlich die ganze Zeit. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter vorne. Also wäre man auch etwas einfacher zu dem Bungee-Sprung gekommen. Autsch! Müssen wir natürlich den ganzen Weg da nicht nochmal gehen, aber... Autsch! Ich wusste ja gar nicht, wo der letzte Steintiki war, deshalb bin ich dann wohl das letzte Mal da durchgegangen. Egal, gehen wir mal hier in die Seetankhöhle. Ah, Blauberspube ist hier. Hallöchen, Blauberspube! Oh, hi! Falls du SpongeBob siehst, ich brauche seine Hilfe. Okidoki. Okay, dann
wechseln wir mal hier direkt zum SpongeBob. Gucken, was der Lauberspube so von uns will. Hey Junge, falls du ein bisschen Zeit hast, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Klar, Lauberspube, was steht an? Ich versuche, meine verlorenen Energiekristalle zurückzuholen, die meine neue und geheime Superheldenkraft antreiben. Scheinbar haben die Roboter meinen Vorrat gefunden und in dieser Höhle versteckt. Geheime Superheldenkraft? Was macht sie denn? Was macht sie denn? Was macht sie denn? Wenn ich es dir sagen würde, wäre es ja nicht mehr geheim, oder? Vertrau mir einfach, es ist wichtig, diese Kristalle zu finden. Ich würde ja selbst suchen, aber meine entzündeten Fußballen tun heute so weh. Na, dann ruh deine Superknochen mal aus. Ich werde die Kristalle für dich suchen. Okay, hier ist scheinbar was, was wir mit diesen neuen Fähigkeit alles machen müssen, okay? Das wird aber kein Problem sein. Das ist ja auch ganz einfach. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch schwieriger Nummer wird. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd von Bikini Bottom. Okay, 6 Stück. 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. Okay. Jetzt müssen wir hier durch. Ah, das ist zum Resetten wieder. Okay, wir brauchen hier für Patrick. Dann gehen wir mal wieder zu Patrick wechseln. So. Vielleicht brauchen wir ja nicht mal Schmatschop hierfür. So. Was da oben ist. Hübsches, funkelndes Ding. Okay, doch, man braucht SpongeBob hierfür. Nehmen wir hier erstmal diesen Kristall mit. So, müssen wir erstmal wieder zurück und wechseln. So, und dann müssen wir sterben. Denn wir haben ja letzte Folge gelernt, dass wenn man stirbt, dass die Steintiki sich resetten. Also sollten wir auch am besten nicht sterben. Sollten wir eigentlich allgemein nicht tun, aber jetzt wäre es halt extra blöd nochmal hier mit Patrick durchgehen zu müssen. Gut. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Oh, okay, das war etwas tief. So, nochmal. Aber wir haben auch nur 7 Sekunden mit denen, deshalb müssen wir schnell machen und... So. Okay, dann gehen wir mal weiter. Die Steuerung ist aber auch etwas blöd hier mit dieser Wanderblase. Deshalb... Ja. Oh, wie ist das schwierig, hier den Schalter zu treffen. Schwaminator. Ist hier vorne ein... Naja, hier ist was für SpongeBob. Ich dachte, vielleicht ist hier vorne eine Bushaltestelle. Dann aktivieren wir hier diesen Schalter. Oh nein. Ja, das war etwas zu viel. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. So. Jetzt aber. Okay, so schwierig ist es jetzt auch nicht. Stellen wir mal hier diesen Roboter. Und wie es scheint, gibt es ja auch keine Bushaltestelle leider. Dann müssen wir wohl wieder zurück, um Patrick zu holen. Dieses ganze Hin und Her ist auch etwas blöd und nervig. Aber egal. Das ist halt so. Ah ne, warte, hier vorne geht's nicht hin. Hier vorne, genau. Da hinten waren wir ja schon mit Patrick. Ich frage mich eigentlich, wofür ist der da, weil den Schalter haben wir ja eigentlich schon aktiviert. Naja, vielleicht kriegt man ja eine Socke. So, hier vorne ist auch der Steintiki. Gucken wir hier drauf. Hart wie ein Fels. Auf jeden Fall ein Trampolin. Ah, okay, und da hinten geht's dann für den Kristall. Und dafür ist also Patrick da. Also auch sehr wichtig. So, noch 3 weitere Kristalle.
Schon viel besser. Mal gucken, was gibt es hier. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Oh nein. Okay, ich wollte überhaupt etwas schneller, als ich dachte. Ich wollte eigentlich was sagen gerade, aber dann halt nicht. Okay, hier vorne braucht man Patrick und SpongeBob scheinbar. Da vorne ist die Bushaltestelle. Und von wo kriegt man einen Steintiki? Hier ist ein Trampolin. Warst du da draußen einsam, so ganz alleine? In diese Kiste ist schon, um da runter zu gehen. Ja. Ja, dann kann man ja ganz einfach zu SpongeBob wechseln. Das ist auch gut so. So, erstmal wieder rein da, so. Okay, mal gucken, wo der Schalter ist. Okay, da vorne auf der anderen Seite. SpongeBob an sein. Einsatzleitung. Es kann losgehen. Oh, das zählt sogar noch. Dann wechseln wir wieder auf Patrick, um hier vorne diesen Schalter zu aktivieren. Ich denke, wir müssen diesen einen Steintiki holen, um, den wir hier verwendet haben, um den einen Kristall zu kriegen. Den dann hier hochbringen, irgendwie. Ah nein, da unten ist Schlamm. Das sah irgendwie auch ein bisschen aus wie Boden. Der Roboter, der nervt auch. Und vorne braucht man auch noch Patrick. Okay, dann holen wir den mal. Wobei, vielleicht kriegen wir ja mit der Wurfbruch den einen da oben runter. Oh nein, nicht hier. Der hat den da vorne anvisiert. So. Okay, perfekt. Das macht das etwas einfacher. So glänzend! Okay, mal gucken, was die Schalter hier so aktivieren. Gehen wir erstmal hier vorne zu denen. Der ist etwas näher dran. Juhu! Los geht's! Gucken, was er macht. So, mit denen kann man da hoch. Aber warum will man denn dazu den Schalter? Egal, wenn wir den strahlend weiß! Autsch! Ah, okay, die gehen dann wieder weg, wenn man die nimmt. Der Roboter hat dann würde ich sagen, nehmen wir mal den Steintiki und gehen erstmal zu den anderen Schalter, der da oben war, wie mit SpongeBob. Diesen einen Schalter mit der Wanderblase aktiviert haben, eben. Okay, es gibt viele solcher Schalter, aber ich meine halt diesen einen, der da oben ist. Okay, hier kommt man durch. Ist auch gut so, dann kommen wir hier hoch. Und dann so zum Schalter. Das ja, könnte der hochwerfen, aber dann halt nicht. So. Was bringt er uns? Jetzt nur ein glänzendes Objekt oder wie? So, den nehme ich jetzt natürlich mit, aber nicht meine Socke. Ja, warte, hier vorne geht es ja noch weiter. Ah. Okay, den braucht man also doch für den Kristall. Was macht man damit? Ja, wieder runter. Kann man da lassen, den kann man ja gleich wieder resetten. Okay, dann gehen wir mal weiter. Auf jeden Fall, da ist noch ein weiterer Schalter zu geht es viel besser. Aktivieren. Irgendwie mit der Wanderblase. Das heißt, irgendwo müsste sich SpongeBob auch noch hinstellen. Aber die Frage ist halt, wo? Oh, warte. Ah, nein. Schade, das habe ich jetzt erst bemerkt, dass man hiermit gleich etwas schneller hochkommt. Aber wir sind jetzt hier hinten bei der Bushaltestelle. Aber egal, jetzt sollte hier aktiviert bleiben. Jetzt sollten wir jetzt schnell wieder da zurückkommen können. Ah, nee, der ist ja wieder da. Kann man den... Hart wie ein Fels. Vielleicht von hier oben. Autsch! Autsch! Komm, komm schon, zerstör ihn doch einfach. Oh mein Gott. Also, wenn er aktiviert wird, dieser Roboter, dann scheint er wohl irgendwie besser. Mehr Leben zu haben. Das macht ihn gefährlicher und
Okay, das ist komisch jetzt. Ich kann ihn nicht aufheben, aber ich kann durch den durchgehen. Okay. Kann den noch resetten? Wozu das ja, wohl gut okay. ist? Immerhin. Gehen wir mal hier weiter. Aktivieren den Schalter da hinten wieder. Ah ne, stimmt, diese eine mit den Gewitterwolken ist ja wieder da. Ah, zerstören wir den am besten auch. Hier wieder die Wurfrucht. Und da oben. Nein! Der ist gerade weggeflogen. So, jetzt aber. Okay. Weg mit denen. Die Abkürzung müssen wir den da nochmal nehmen. Genau. Nein. Ah, schade. Ein Versuch war es wert. Egal, gehen wir aber erstmal. Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Mal gucken, was uns das überhaupt bringt. Weil ich meine. Ah, hier vorne. Für Patrick. Wie sollen wir hier was hochbekommen? Alter, da unten ist ja die Wurfrucht. In die Steinfrucht. In Steintiki. Den brauchen wir ja, damit hier diese Ranken überbleiben. Also müssen wir wohl mit der Wurfrucht durch. Machen wir es auch. Deshalb ist hier wohl auch die Seite Trampolin so niedrig, damit wir noch da hoch können. Jetzt schnell, schnell, schnell. Ah, noch geschafft. Wie soll man hier mit dem Steintiki? Ah, ich weiß wie, aber von wo kriegen wir den Steintiki? Das ist eine gute Frage. Von wo kriegen wir den Steintiki? Den da brauchen wir ja. Vielleicht ist der weiter hinten einer, den wir mitnehmen könnten. Gucken wir mal nach. Ja, hier vorne ist auf jeden Fall einer. Dann nehmen wir mal den mit. Den brauchen wir jetzt, um diesen einen Schalter da zu aktivieren. Also mal gucken, wie wir es am besten machen. Ich würde sagen, erstmal den Steintiki raufbringen und danach mit der Wurfbucht nochmal. Sollte jetzt etwas einfacher sein, weil wir jetzt diesen Zeitdruck nicht mehr haben. Egal. Nee. Bringt es mir etwas? Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. Wie kriegt man den da rüber dann? Oh nein! Nein, den wollte ich da nicht runterwerfen. Okay, das war's auf jeden Fall mit denen. Und ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, wie wir den dort drüber bekommt. Weil man kann ja keine zwei Sachen gleichzeitig tragen. So lässt sich diese Wippe auch nicht aktivieren. Und den Steintiki kann ich ja auch nicht dort platzieren, weil der wird ja nicht dort anvisiert. Naja, egal. Gucken wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie was anderes, um dort oben den zu aktivieren. Jedenfalls hier vorne ein Steintiki. Ein weiterer Camper. Gut, mal gucken, was haben wir hier jetzt. Vorne ist ein Kristall. Hm. Oh, warte, stimmt. Jetzt haben wir ja drei Steintikis. Dann braucht man ja nicht mehr die Wurfrucht, das heißt man hat ja auch keinen Zeitdruck mehr. Und wir könnten einfach die Steintikis hier hochbringen. Okay, so funktioniert das dann also. Kann man bestimmt auch da hinten an den Kristall. Platzieren wir den hier am besten. Oh nein. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Holen wir uns mal den anderen Steintiki. Ja, hier ist für die Ranken da. Der andere war weiter hinten. Genau, hier vorne. Dann nehmen wir den mal mit.
So, jetzt sollte es eigentlich auch gar kein Problem mehr sein. Irgendwie höre ich hier die ganze Zeit diese Geräusche. Ich weiß nicht, von wo die kommen oder weshalb die überhaupt da sind, aber ich hoffe, wenn wir weiter weg sind, dass sie dann auch weg sind. Wäre blöd, wenn die ganze Zeit da wären. Auf jeden Fall werden die leiser, wenn ich weiter weggehe. Also sollte es doch bedeuten, dass es funktioniert. Das ist jetzt schwierig. Wie machen wir das am besten? Auf jeden Fall kann ich den einen so stapeln. Und so lasse ich die auf jeden Fall hier rüber transportieren. So, nun der eine ist auf jeden Fall hier, aber den anderen kann ich da nicht aufheben. Nee, so funktioniert das nicht. Ich halte es weiter hinten, von hier so. Er ist fast runter eigentlich, weil habe ich gedacht, ich lasse das nicht so irgendwie. Scheinbar nicht. Ich kann auch den unteren nicht aufnehmen. Egal. Aktivieren wir mal die Wippe, mal gucken, was passiert. Wenn die sich aktivieren lässt. Hallo? So. Nun, der Scheintiki ist auf jeden Fall nicht mitgekommen. Die Frage ist halt nur, wie machen wir das dann am besten? Kann ich den irgendwie von hier? Ah ja. Okay, so kriegt man den also rüber. Okay, dann war es wohl alles andere umsonst. Geil. So, hier drauf mit dem. Ja, und so kommt man zu den Kristall da hinten. Wäre es dann der letzte gewesen? Ich meine schon, oder? Aber war da nicht noch ein Tor, wo es dann irgendwie weitergeht? Ja, hier vorne. Vielleicht, wenn man zur Blaubeerstube wieder zurückgegangen ist mit den ganzen Kristallen. Und hier oben sehe ich gerade, braucht man SpongeBob. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt alle 6. Gucken, dass wir hier ohne zu sterben am besten wieder zurückkommen. So. Und diese Geräusche, die hören ja echt gar nicht mehr auf. Das ist irgendwie echt merkwürdig. Weiß nicht mal, warum die genau da sind. Aber vielleicht, wenn wir gleich mit Blaubeerstube reden, sind die wieder weg. Ja, irgendwann müssen die ja aufhören. Die können ja nicht die ganze Zeit hier bleiben. Ja, zumindest werden die leiser, je weiter man weggeht. Aber es ist hier wie ein Kreis fast schon aufgebaut. Deshalb hört man das fast die ganze Zeit, wenn man jetzt in den Kreis geht. Hier gehen wir mal in SpongeBob, weil wir haben ja mit SpongeBob hier angefangen. Blaubeerstube, ich glaube, ich habe alle Kristalle gefunden. Zeigst du mir jetzt deine geheime Superkraft? Na gut, tritt zurück. Oh, Junge. Und bitte. Und jetzt? Ich habe die Kraft gewonnen, meine Nasenhaare mit Supergeschwindigkeit zu trimmen. Unglaublich. Oh, ja, vermutlich. Na dann. Ich muss zurück zur Heldenhöhle und mich an die Arbeit machen. Ha, aber hier bitte, nimm diesen goldenen Pfannenwender und geh. Natürlich, Blaubeerstube. Ich freue mich immer, wenn ich meinen Lieblingssuperhelden unterstützen kann. Solltest du noch mal Probleme haben, dann sag Bescheid. Ja, klar, Junge. Danke und tschüss. Okay, nehmen wir mal hier den goldenen Pfannenwender. Auf jeden Fall eine sehr interessante Superkraft, seine Nasenhaare mit Supergeschwindigkeit trimmen zu können, also. Ich komme! Oh, warte, okay, den habe ich nicht deaktiviert. Naja, auf jeden Fall sehr interessant. Hätte ich auch gern so eine wunderbare Superkraft, also wirklich. Würde mir echt im Leben weiterhelfen. Mir würde auf jeden Fall auch sehr weiterhelfen, wenn dieses Geräusch da aufhören würde. Ist ja echt nicht mehr zu ertragen fast. Mal gucken, wo jetzt der nächste Schatz ist. Ah ja, stimmt, der letzte da vorne, der wäre ja auch noch da. Okay, holen wir uns den.
aktivieren wir den und höchstwahrscheinlich kommen wir weiter hoch. Ja, die sind aber auch sehr träge irgendwie. Diese Wanderblasen irgendwie schwierig zu nehmen. Sollte man nur ganz leicht lenken. Nicht zu stark. Oh, das war ganz knapp. Hier nochmal. So, jetzt manchmal aber. Ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Okay, dann gehen wir mal weiter. Drück, drück, drück. Auf jeden Fall noch ein goldener Pfannenwender. Ja, jetzt noch ein. Ja, dann gehen wir mal hier wieder raus. Ach nein, nicht eine weitere Rutsche. Bei mir, Jungfrau Mann. Was machst du hier? Ah, hallo, Kyle. Ich war gerade auf der Suche nach unseren fehlenden Energiekristallen. Da kam ich plötzlich zu dieser Ranke. Als ich noch jung war, hielt ich den Rekord im Rankenrutschen. Solltest du auch mal versuchen. Was für ein Jux! Und wenn du meine Bestzeit schlägst, gebe ich dir noch einen goldenen Pfannenwender. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Oh, ich weiß noch ganz genau, wie es damals war. Auf dem Sandberg. Schrecklich. Eigentlich dachte ich, das wär's gewesen mit sowas, aber scheinbar ja doch noch nicht. Egal, um diese Rankenrutsche kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Diese Folge war auch etwas interessanter als die letzte, wo wir halt echt nur Probleme hatten. Egal, am besten schlagen wir das nächste Mal Meerjungsfrauens Bestzeit hier im Rankenrutschen. Wir werden sehen, ob es vielleicht etwas angenehmer oder besser sein wird als beim Sandberg. Naja, aber bis dahin erstmal, ciao.